Mitten in einer hügeligen Landschaft ragt es wie ein grauer Reißzahn in den Himmel, das Broch Duncarloway. Duncarloway liegt im Westen der Hebrideninsel Lewis, ganz am Rande Schottlands. Brochs, das sind Bauten aus der Eisenzeit, also aus den Jahrhunderten vor Christus. Es gibt in ganz Schottland viele dieser runden Steintürme, doch wenige sind so gut erhalten wie Duncarloway. Ganz ohne Mörtel zogen die frühzeitlichen Baumeister diesen Turm in die beeindruckende Höhe von fast 10 Metern. Als Bauplatz wählten sie einen Hügel, der das Umland überblickte. Denn sehen und gesehen werden, das war der Sinn von Brochs. Feinde sollten früh entdeckt und durch die hohen Mauern abgeschreckt werden. Klappte das nicht, konnte das Broch im Inneren einer ganzen Sippe gemütlich Platz bieten. Denn sie hatte nicht nur den Boden als Wohnbereich. Wissenschaftler vermuten, dass mehrere hölzerne Galerieetagen eingebaut waren, auf denen die Menschen schlafen und arbeiten konnten. Sogar eine Art Kühlschrank gab es. Das Broch hatte nämlich eine Innen- und eine Außenmauer. Und in den kühlen, dunklen Hohlräumen konnten Lebensmittel eingelagert werden. Die Bewohner des Brochs sind nun lange fort. Doch noch heute kann man ihre beeindruckende Handwerkskunst bestaunen. Hier auf Lewis.